Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Geduld, vielen Dank für Ihr Kommen. Ich möchte es auch nicht sehr lang machen, nur einige Dinge aus unserer Sicht klarstellen. Der Strategiefonds, also die strategische Reserve, das sind die Mittel, die den Fakultäten vorher erst weggenommen werden. Die stehen unserer Information nach, beruhen die auf dem Interesse von Herrn Professor Stock und nicht aufgrund des Interesses des Landes. Das können wir aber gleich nochmal klarstellen, wenn wir im Land nachfragen. Also der Strategiefonds mit 2,7 Millionen ist mehr oder weniger der persönliche Wunsch des Universitätsrats. Nächster Punkt. Der Wissenschaft, des Wissenschaftsratsgutachten, was im Grunde eine Wissenschaftsratsstellungnahme ist, hat keine Rechtsbindung, weder für den Universitätsrat noch für das Präsidium. Was Rechtsbindung hat, ist der Landesforschungs- und Entwicklungsplan und der weist ganz klar vom Wissenschaftsratsgutachten ab. Drittens, Hochschulautonomie. Wieso besteht eigentlich Hochschulautonomie? Grundrechtlich abgesichert, 531 Grundgesetz, weil nämlich die Forschung und Lehre frei ist. Wer hat die Freiheit? Vor allem die Professoren, die Studenten, der wissenschaftliche Mittelbau. Wer hat sie nicht? Die Universitätsbürokraten, nämlich die Gremien, die von außen besetzt werden, also auch teilweise extern besetzt werden. Wenn man über Hochschulautonomie spricht, grundrechtlich gesehen, dann ist das die Freiheit der Wissenschaftler und die müssen ihre Meinung kundtun können, maßgeblich kundtun können im Senat. Und unsere, Sie haben es richtig gesagt, Herr Präsident, unsere derzeitigen gesetzlichen Strukturen verbieten das, da können Sie selbstverständlich nichts dafür. Wir werden das natürlich einer verfassungsrechtlichen Prüfung unterziehen. Jedenfalls die Autonomie, so wie Sie sie verstehen, ist keine Autonomie der Universität, sondern eine Autonomie des Präsidiums und des Hochschulrats. Nächster Punkt. Sie haben von der juristischen Fakultät gesprochen, ich hoffe, das war nur ein Versprecher. Sie sind hoffentlich in anderen Bereichen viel besser informiert über unsere Universität. Sie wissen, dass es eine nur juristische Fakultät hier niemals gegeben hat, sondern dass wir gerade eine gemeinsame Fakultät haben, Rechts- und Wirtschaftswissenschaft. Nächster Punkt. Sie haben zu Recht. Ja, Moment, jetzt das darf ich aber noch sagen. Sie haben viel mehr gesagt als ja, Sie haben viel mehr gesagt als ich. Wenn wir als Parlament gebunden sind, dann sind wir gebunden nicht nur an die Haushaltsvorgaben, sondern auch an den Landeshoch- und Entwicklungsplan, der durch das Parlament durch einen Entschließungsantrag begrüßt wird, das ist ein Beschluss der Landesregierung und eben wie gesagt nicht an Wissenschaftsrat. Nächster Punkt, W1-Professoren, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Robert-Schumann-Professoren, das sind abgespeckte Stellen, die hier ein paar Stunden Lehre betreiben. Wenn dadurch Professoren wegfallen, fällt natürlich auch der Mittelbau weg, nämlich die Stellen der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Stellen der studentischen Mitarbeiter, letztlich die Betreuung für Sie. Das sind also dann Leute, die kommen für 4 Stunden hier an die Universität und gehen danach wieder, weil sie natürlich nebenher Geld verdienen müssen, ihren Hauptberuf nach. Deswegen sehe ich also, wenn Vorschläge des Präsidiums umgesetzt werden, wie uns auch der Präsident neulich gesagt hat, ziemlich schwarz für die Entwicklung einiger Fakultäten her. Vielen Dank. Sehr nett. Aber nur.